Schatz. Hi, die Ho. Ja. Ach, egal. Komm, jetzt sag es. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auch einfacher geht, dass du einfach eine Start- und Stopp-Taste machst. Und nicht jedes Mal raustappen musst. Kennt ihr das? Jemand hat eigentlich eine gute Idee und bringt sie so, grob geschätzt, 5, vielleicht 10 Sekunden zu spät. Also, ihr dürft jetzt miterleben, wie ich belehrt werde, wie man denn eine Tastenzuweisung bei Ops macht. Ja, es heißt Ops bei mir. So, fang an. Los. Warum muss ich das machen, Schatz? Das weiß ich doch nicht aus dem Kopf. Aber ich kann bei mir das starten. Ja, Dann kann ich. also Ich habe es in Ops. den Einstellungen gemacht. Und dann irgendwo habe ich die Start- und Stopp-Taste belegt. Bei Assassin's Creed, bei den Einstellungen? Nein, bei OBS, du Nuss. Aha. So, dann Aufnahme starten und stoppen. Ja. Pause? Nein, du gehst auf Einstellungen. Ja, ich bin ja schon, da bin ich ja schon. Aber welche Taste soll ich jetzt nehmen? Das war die Frage. Nehme ich da Pause? Die benutzt man so selten. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Pause. Pause. Also ich habe für Starten und Stoppen jetzt die gleiche Taste genommen. Übernehmen. Okay. So. Wenn wir jetzt am Ende dieser Folge, keine Sorge. Die Zeit zählt nicht mit rein in die Folge. Das ist jetzt sozusagen ein, nennen wir es einfach ein Making-of. Gesundheit. I'm sorry. Meine Freundin ist explodiert. Peng. Ich hatte nicht damit gerechnet, darum bin ich blutverschmiert. Kennt ihr das? Ihr habt manchmal Angst vor Menschen. Du hast damit angefangen. Da sind zwei Fuzzis. Ich weiß noch nicht, wie ich schleichen kann. Hat ja irgendwie eine Möglichkeit gegeben, zu schleichen. Passiert ihr nicht. Er ist ja Stufe 4, mein Schatz. Darf ich das sagen? Ich glaube, das ist sogar eine der normalen Einheiten hier. So klappt's auch. Ain't us dead? Ich glaube nicht, dass du so tief springen kannst. Glaube ich auch nicht. Hier vorne war noch ein anderer Fuzzi hier. Also rechts unten läuft einer. Da stehen. Da zwei, laufen zwei. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer, mein Schatz. Ja. Gerade gesehen. Weg hier! What the fuck? Sieg ist mein.
Hauptanliegen ist, die Leute einfach runterzuwerfen. Rennt irgendwas mit Namen rum? Ja. Also. Die haben Pfeile. Ja, das haben sie schon die ganze Zeit. Ich dachte, das hättest du bemerkt. Natürlich. Kam die Pfeile. Ich würde sagen, das ist vielleicht noch nicht so ganz unser Gebiet, weil wir dürfen. Also, irgendwie, ich kann nicht mal schleichen. Du könntest in die Tastenbelegung gucken. Ich würde eher sagen, das haben wir noch nicht gelernt. Echt? Gehen wir lieber erstmal woanders hin. Immer schön Material sammeln. Na, Wolf? So ein Shit. Au! Oh oh! Renn, Cassandra, renn! Der Moment, in dem man merkt, von wegen der Plan hat doch nichts geklappt. Das passierte häufiger, oder? Nein! Also komm, ist hier schon einer meiner Pläne schiefgegangen? Welcher Plan hat funktioniert? Das ist, glaube ich, die leichtere Frage. Siehste, es ist nicht, also nicht ein Plan schiefgegangen. Ich muss mal hier hochklettern, welches Level ich habe. Level 10? Level 1. Nochmal. Ah. Wölfe haben ein Schwein geopfert. Was? Da ist ein Schwein. Die Wölfe. Ja. Da hier Wölfe waren, haben die Wölfe das Schwein geopfert. Anscheinend einer heiligen Kuh. Ich frag gar nicht erst. Naja, das sagt uns viel über die Wölfe hier aus. Die Wölfe sind höchstwahrscheinlich Anbeterin der heiligen Kuh. Kommen also aus Asien. Fällt mir gerade auf. In Asien sind Kühe heilig. Nicht überall. Worauf möchtest du hinaus? Dass im Endeffekt ja im griechischen Glauben sich Zeus in eine Kuh verwandelt. Unter anderem. Alles immer positiv sehen. Okay. Was siehst du Positives?
keine Ahnung, aber ich habe ja gesagt, einfach positiv sehen. Okay. Ich mache also für alles, was ich sehe, ein Plus. Genau. Oh, guck mal, Pest und Cholera Plus. Was ist los? Oh, ein gebrauchtes Messer. Immer dem Licht entgegen. Du solltest eventuell darüber nachdenken, zurückzuschwimmen. Wir haben eine Axt für Level 2 gefunden. Yay. Also, da wohne ich, oder? Möglich, dass du dich jetzt im Kreis bewegt hast, mein Schatz. Das wäre jetzt nicht unerwartet. Eigentlich auch heile Häuser? Warum hat sie das nicht gefunden? Wer sagt denn, dass sie das nicht gefunden hat? Hallo, Leute! Wir schneiden dich in Stücke! So dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Kein Ich glaube, du hast einen Juckpfeil abgekriegt, mein Schatz. Nein. Was? Das zieht die niemals so wieder raus, das Ding. Es hat da an der Seite irgendwie auch so ein Stückchen mit. Ach, das ist ein Stück. So. Wo ist hier die Hauptstraße? Bringt eure Töten raus, bringt eure Töten raus. Ist ja schon gut. So, auch noch nach da hinten. Ich glaube, du solltest gleich mal deine Ausrüstung angucken. Eure Töten raus, eure Töten raus. So. Torten? Torten. Weiß doch jeder. Also, wir haben Schuhe gefunden. Schuhe sind erstmal toll. Oh, nö, wir haben ja Schuhe an. Naja. Der Unterschied zu vorher. Jetzt hat sie Männerfüße. Kann man die wieder ausziehen? Nein, schade. Wir verlängern also das Leder ein bisschen und schnüren uns Stoff und drunter. Ja, das funktioniert immer ganz effektiv. Das sind wir noch ein bisschen zu klein für. Musst du wachsen. Das können wir irgendwann mal tragen. Eine Kette. Yay, ich habe eine Kette.
Das muss das Weingut sein. Hm, direkt vor mir. Was sagt die Zeit? Ah. 2 Minuten. Das bist du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Ich kann fliegen. Kugel. Wollen wir sonst gleich einmal Pause machen kurz? Ja. Also hier soll irgendein Rätsel zu finden sein. Keine Ahnung, aber da ist ein riesengroßer Heuhaufen, in den du reinspringen kannst. Nein, in den würde ich nicht reinspringen. Keine Ahnung, wie diese Rätsel aussehen sollen. Hallo, eigenartige Menschen. Hallo, Esel. Oh. Holz. Echt jetzt? Was? Du läufst gegen ein Gebüsch und es zerfällt und du hast Holz? Ich hab's eingesammelt. Mit gegenlaufen. Ich hätte nicht dafür gegenlaufen müssen. Es geht auch mit E drücken. Also, bevor wir jetzt uns zu Markus begeben. Markus. Markus. Warum zur Hölle redet ihr alle Griechisch? Mein Charakter müsste euch verstehen können. Hören wir hier auf. Noch mal einen Blick über das schöne Land. Oh, großer Gott. Also, dann versuchen wir es doch mal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, Vormittag, Abend, Mitternacht. Frohes Haluka. Weihnachten. Silvester. Naja, bis denn. Ciao. Oh, Vogel.